Ja, guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Heute stellen wir hier am Weingut Dreikönigshof von der Familie Grick. Hier ist ein Gelände, was wir den Familien zur Verfügung gestellt haben in Erbpacht. Und die haben das Gott sei Dank was ganz Neues hier installiert, ein Vinomat. Sie wissen, hier ist ja auch der Weinerlebnispfad von den Kempten Winzern hoch auf den Robusberg. Und hier mit dem Vinomat kann man sich natürlich eindecken mit den Wein hier aus dem Weingut Dreikönigshof. Es ist kindergesichert, also es ist auch für mich gesichert. Sie wissen, ich habe aufgrund meiner gemachten Erfahrungen, gehe ich da auch nicht dran. Aber ich freue mich, dass die Touristen und die, die Wein lieben, jetzt die Gelegenheit haben, sich hier auch Wein das ganze Tag über und abends zu holen. Bitte schön, ja. Richtig, ja genau. Das war also auch unser Ansinne, dass man also 24 Stunden, 7 Tage die Woche Wein kaufen kann und außerhalb der Pandemie dann auch den Wein draußen im Weinberg verköstigen kann. Die Zeiten werden ja mit Sicherheit wieder so werden, dass man das darf. Und dann kann man von hier aus toll auf den Rochusberg hochlaufen. Gibt schöne Aussichtspunkte, den Nussbaum, die Tischlerbegegnung. Und dann gestaltet sich dieser Ausflug hier in unserer Region nicht so trocken, sondern man kann den Wein dort probieren, wo er wächst und zu jeder Zeit hier einfach zugreifen. Also ich gratuliere dem Weingut. Ich finde toll, eine innovative Idee, neue Wege zu gehen in einer Zeit, wo es gebraucht wird. In diesem Sinne, ihr, euer Oberbürgermeister Thomas Heese.